2K Games. Mafia 2. Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca. Vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Bitte, mach doch, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze rangen, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Oh, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander! Scheiße. Und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Kapitel 1: Die alte Heimat. Sizilien, Juli 1943. Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjägerdivision. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Eh? No, no, per favore, no. Na gut. Okay, Scaletta. Schalt ihn aus. Fuck, fuck. Sehr schön. Und damit ein sehr, sehr stürmisches herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Channel, und zwar spielen wir Mafia 2. Eieiei, da wollen wir nicht rein.
Wie sieht's aus? Lalala, okay. Ich habe gerade überlegt, ob wir... Können wir aufhören zu ziehen? Anscheinend nicht. So. Ich will rein. Komm schon, nimm mich. Gerade überlegt, ob ich die Untertitel ausmache, aber ich glaube, gerade wenn wir hier in Sizilien unterwegs sind, ist das ganz okay. So. Granate! So. Oh Gott. Hey, Skelette! Noch alles dran an dir? Dann kriegt er einen Arsch hoch. Wir müssen weiter! So, Gewehr aufgenommen. Sehr gut. Wir müssen weiter, wurde gesagt. Wo kann ich mich denn ducken? Vielleicht unsere letzte Chance. Gar nicht. E, Waffen aufheben. Munition, lalala. So. Zack. Zack. Sehr schön. Hier liegt ein Haufen Zeug rum. Das können wir alles nehmen. Sehr geil. Ob wir es brauchen oder nicht, weiß ich noch nicht. Können wir uns... Achso, wir können uns ja hier... Auf der Treppe! Da, ihr Spanier, die Treppe! Nichts für ungut. Schaltet sie auf! Wow. So, das war das. Die Gefangenen haben sie wohl oben. Okay. Ich hoffe, von der Performance her... klappt alles so, wie es soll. So können wir hier auftreten. Nein, wir laden auf jeden Fall mal durch. Hier sollen wir rein. Ich bin hinter dir, Mann! Okay. Das war das. So, weiter rein, Jungs. Na komm schon. Die Tür, Skelette. Tritt sie ein. Alles klar. Dann mal los. Oh Scheiße. Wir haben versucht, was wir konnten. Anscheinend geht's hier entlang. Los! Na, ah, verdammt! Was? Vorsichtig, vorsichtig. Aus dem offenen Balkon ist... Keine gute Idee, der Balkon. Los, schnell richtig. Wieder rein. Und steigte! Rein mit dir, Skeletta. Wir verrecken hier draußen. Ja, du hast recht. Von wo? Was? Warum? Oh Gott. Schieben wir auf den Balkon, Skeletta. Alles klar. Da. Alles gut. Na dann... wollen wir mal ein wenig Spaß haben! So, erstmal ein kleines Abfangfeuer! Ja, ja, wie komme ich denn hier los? Hallo? Wie kann ich hier loslassen? Oh Gott. Huch, na super, jetzt habe ich mich rausgetappt. So. Darf ich, dann... Hallo? Wie kann ich denn hier... ab... Okay. Verdammt! Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Davvero Don Calò? Cacetto, un congetto hanno samaritano come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, Don Calò, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte.
Kapitel 2 Trautes Heim. 2 Jahre später, Empire Bay, 8. Februar 1945. Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Peter, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Ist hier bloß so ein Mistwetter. Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Tony Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter. Wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Callow. Ohne Scheiß? Don Callow? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest heim, ha? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles prügeln und niemand schert sich drum. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Salute. Ah, salute, Centani. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel eingefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Ciao, Giuseppe. Hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja, aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Armee rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen.
So, und damit, ja, habe ich jetzt endlich die Chance, mich anständig, euch anständig zu begrüßen. Und nochmal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Und zwar spielen wir Mafia 2 gleich im Anschluss zu Mafia 1 und es ist so wunderschön hier und es fühlt sich einfach wieder gut an, wieder hier zu sein nach Mafia 1. Ach ja, trauriges Ende, aber wir werden uns davon nicht beeindrucken lassen und tauchen jetzt also in die Welt von Empire Bay ein, wenn ich das richtig verstanden habe. Als Vito Scarletta, der gerade frisch von der Armee kommt. Hier haben wir einen Zeitungsstand. Können wir hier irgendwas... Wie geht's? Wie läuft's denn so, Soldat? Besser, seit ich wieder da bin. Auf Urlaub oder für immer? Das ist geheim. Also, was gibt's Neues? Eigentlich nicht viel. Alles sehnt sich nach Frieden. Das heißt, das ist der kälteste Winter aller Zeiten. Hätte gern bessere Neuigkeiten. Ja, geht mir ähnlich. Also man sieht sich. Bis die Tage, mein Freund. Cool. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Interessant. Ich guck gerade mal, was ist denn hier die Taste für langsam gehen. Ah, da ist sie. Ich hoffe, ich werde von der Musik nicht wieder gestrikt oder sonst was. The Maltese Falcon. Ich hoffe, ich werde wegen der Musik nicht gestrikt und ich guck mal, ich glaube, bei Mafia 2 dürfte es einfacher sein, die Musik auszutauschen. Ja. Dass ich das wahrscheinlich dann... Vito? Hallo, Mrs. Vito? Du bist es. Und gut siehst du aus in dieser Uniform. Deine Mutter ist sicher sehr stolz auf dich. Und was ist mit dem armen Salvatore Montemaggiore? Wie geht's dem? Seine arme Mutter wartet schon seit über einer Woche auf ihn. Sal ist bei der Navy. Ich bin bei der Army. Andere Baustelle. Wieso kommst du nicht auf ein Tässchen Tee herein, Vito? Dann kannst du mir alles erzählen. Danke, aber ich hab's eilig. Ich bin gerade erst zurück und möchte gleich zu Mama und Francesca. So ein hübsches Ding, diese Francesca. Ein Wunder, dass sie noch nicht verheiratet ist. Naja. Grüß deine Mama schön von mir, Vito. Ah, jetzt ist es vorbei. Schön, wie die Ratte da so rumkrabbelt. Also ist, ist wohl nicht das exklusivste Nest, in dem wir hier gelandet sind. Ach ja, wie gesagt, Musik werde ich gucken, dass ich das dann rausgearbeitet bekomme für die nächste Aufnahme. Ich weiß noch gar nicht, wie lange die Aufnahme hier geht. Und dann kann ich auch sehen, ob ich Probleme bekomme oder nicht. Ich hoffe nicht, wenn ja, dann wird ihr diese Aufnahme hier nie zu sehen bekommen. Hallo. Ach, ich liebe Details, habe ich das schon mal erwähnt? Und gerade bei Mafia 1 habe ich ja die Details so gelobt und wir sehen... Nur ein lausiges Bierchen. Rücktes Weib. Das hat er letztes Mal auch gesagt. Und dann kommt er um 3 Uhr morgens heim und stinkt nach Gin und dem Parfum von irgendeiner Schnalle. Hey, Georgie, komm jetzt. Du brauchst dir doch von deiner Alten nicht alles vorschreiben lassen, oder? Von wegen. George bleibt hier. Und jetzt hau ab! Die Braut hat Georgie aber ganz schön unter der Fuchtel, was? Hey, bleibt mehr Bier für uns. Los, komm. Und direkt hier geht's weiter mit nächsten Details. Das ist echt... Ah, ich liebe sowas. Das ist echt schön. Ein Friseur, den kann man sogar reingucken. Ja, da gerade... Rocco's Barbershop. Ah, keep looking beautiful. Priceless können wir gerade nicht einsehen, aber gut. So, da haben wir jemanden, der hier rumsteht. Scheint auch von der Armee zu sein. Können wir mit dem quatschen? Hey. Nicht so, okay. Dann gehen wir mal weiter und gucken uns um. Was haben wir hier? The finest in liquors, wines and beers. Ah, ein Liquor Store. Vita. Ein paar Äpfel. Ja, gib mal her. Kältester Winter in Empire Bay seit 1922. Wir frieren die Eisen. Kältester Winter in Empire Bay seit 1922. Kann ich nicht eine Zeitung haben? Nein. Roosevelt auf der Konferenz von Yalta. Okay. Extrablatt, Geheimtreffen der Alliierten. Wäre eigentlich gut gewesen, gerade von ihm dann die Informationen zu holen, die wir brauchen. Naja. So, was ist hier los? Hier dampft aus dem Kessel, hier wärmt sich jemand am Feuer. Ey, ist da noch Platz frei? Ist alles gut?
Okay. Ah, hier haben wir ein Schneeräumungsmobil. Interessant. Hier nagelt jemand sein Geschäft zu. Vito, bist du das? Ja. Hey, Mr. Manara. Machen Sie etwa dicht? Weißt ja, wie es ist. Der Laden wirft nichts mehr ab. Wow, das tut mir leid. Du bist ja nicht schuld am Krieg, Vito. Wer weiß, vielleicht mache ich ja wieder auf, wenn er vorbei ist. Tja, viel Glück jedenfalls. Ja, danke, mein Junge. Schade. Warum geht's hier nicht weiter? Kann ich mit ihm? Nein, kann ich nicht. Manswear. Muss der Laden leider schließen, aufgrund des Krieges. Aber das ist leider kein Einzelfall gewesen. So ist das nun mal. So, ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Ja, da das Rote zeigt unser Ziel. Dann gehen wir da mal hin. Der Arme. Drücken wir ihm die Daumen, dass der Krieg bald vorbei ist und dass er sein Geschäft wieder aufnehmen kann. Aber das ist auch runtergekommen hier, ne? Wenn wir mal ehrlich sind, schön ist es hier nicht. Fühlt sich wahrscheinlich sehr schön an für ihn, wieder da zu Hause zu sein, aber Mass Meeting. Mhm. Down with police brutality, auf jeden Fall. Huch. Hey. Warum? Ich wollte gerade fragen, ob wir ihm hier... Ein Vierteldollar vielleicht. Ich hab nix. Tut mir leid. Und hier ist gerade eine Vase aus dem Fenster geflogen. Kann man was hören? Einfach schön. Ich mag das so sehr. So, da haben wir noch jemanden von der Armee. Hier guckt sich jemand Schuhe an. Und hier ist ein Loch in der Wand. Interessant. Sachen, die mir vorher gar nicht so aufgefallen sind. Wir werden uns auch sehr, sehr, sehr ordentlich umgucken. Warum das so, wird sich im weiteren Spielverlauf dann zeigen. So, jetzt ist aber genug rumgeeidelt hier. Jetzt gucken wir hier nochmal in der Wand. Swift... For Victory. Mhm. Boycott Members and Friends. Boycott US takes Normandy. Empire takes Lalana. If you... Was? If you tell where he's going, he may never got there. Okay. God bless America. Ja, die ganzen Kriegspropaganda-Plakate, die sind früher hier wirklich so rausgehängt. Man kennt ja vielleicht der ein oder andere... Von euch wird sich vielleicht erinnern, dass es ist ein recht berühmtes Plakat, wo Onkel Sam wirklich mit dem Zylinder und mit dem weißen Bart und so auf dich zeigt und sagt, Onkel Sam needs you. Das war auch komplett Kriegspropaganda-Plakate, so wie in diesem Fall, dass einfach die ganzen Leute hier sich für den Krieg melden sollten. Denn, ja, die Sache war nicht mal so einfach, wie das vielleicht... gezeigt wurde. Na gut, so, gehe nach oben zu Mamas Apartment, machen wir doch sofort. Was haben wir hier? Sind das Briefkästen? Tatsächlich. Licht, können wir hier... Ach, wir können das Licht sogar ausmachen. Sehr schön. Sehr schön. So, hier, Sicherungskasten. Okay, können wir hier irgendwo... Was haben wir? Wer wohnt hier? Dan Glassmaker. Wahrscheinlich Hausregeln. Mike Mont. Hier war irgendwo eine Katze oder so unterwegs. Können wir hier rausgucken? Nein. Doch, also wir können rausgucken, aber wir sehen nichts. Dann haben wir hier. Lieutenant Mike Sellinger. Okay. Nein! Skelett. Mom, da bin ich wieder. Vito, meine Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedachte, ich dich nie wiedersehen. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito! Hey, Franny, wie geht's? Gewartet. Oh. Komm her. Setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Suppe di pollo. Ist gut für dich. Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige.
Benedici, Signore, questo cibo, che dalla tua bontà stiamo per prendere. Provvedine anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipi alla tua benedizione. Per Cristo nostro Signore, amen.